Wir beantworten heute mal eure Fragen zum Laden, zur Zukunft von Cardbase, alles was noch so abgeht. Wir haben auf Instagram eine kleine Fragerunde gemacht, deswegen checkt unten mal den Link zu Instagram in der Beschreibung ab. Wenn ihr bei der nächsten Fragerunde dabei sein wollt, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die ersten Fragen. Noch ganz kurz, bevor wir in die erste Frage reingehen, wir haben ein paar kleine Events geplant für die Zukunft, Leute. Und zwar werden wir am 26. und am 27. auf der Comic-Con in Stuttgart sein. Und zwar gibt es da quasi eine Card City, das ist ein neuer Bereich, der nur für Cards gedacht ist, also quasi eine Card-Show. Und da werden wir im eigenen Stand sein. Alle Infos dazu sind unten in der Beschreibung. Und ja, kommt auf jeden Fall vorbei. Ich hau die ersten zwei Fragen mal zusammen. Und zwar einmal, gibt es bei euch auch Retro-Pokémon-Stuff und wird es in der Zukunft auch mal ein Vintage-Box-Break geben? Und beides kann ich quasi mit Ja beantworten. Denn wir haben jetzt ein paar Sachen geplant. Und zwar zum einen hatten wir jetzt die Fossil Vintage Mystery Box, die ja ganz gut bei euch angekommen ist. Ich sag mal so, wir werden auf jeden Fall was Neues noch zu machen in Zukunft. Und ich würde sagen, komm mal mit, Karin. Wir haben ja Vintage-Booster. Und zwar werden wir am 8.1. den ersten Vintage Mystery Box Break im Store machen. Und zwar mit diesem wunderschönen Neo Revelation Display. Dieses wunderschöne Teil werden wir da breaken. Wie ihr sehen könnt, wir haben ja einen großen Laden. Wir haben ja gesagt, wir wollen das auch für die Breaks so ein bisschen nutzen. Das heißt, an dem Tag können alle Leute, die sich quasi einen Booster gekauft haben, hier vorbeikommen. Das ist ja ein Sonntag, das heißt, wir machen einen coolen Streamtag daraus. Jeder, der ein Pack halt gekauft hat, kann es selber aufmachen, kann es von uns aufmachen lassen. Und ich denke, das wird ein richtig geiles Event. Lukas fragt, wie lange war die Planung des Stores vor der Eröffnung? Wie viele Leute seid ihr? Also die Planung vor dem Store war, wie lange war das ungefähr? Ich glaube, das waren insgesamt 7 Monate. Wir haben ja im September 2021 uns den Laden hier angeguckt, weil wir einfach was Neues haben wollten, haben den gefunden, haben gesagt, komm, wir gehen da rein. Und da hat eigentlich die Planung erst angefangen für den Store. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, weil es halt sehr spontan war. Aber eigentlich noch eine geile Geschichte, weil ich meine, guckt euch mal rum, das ist ein geiler, geiler Store. Wenn wir den nicht genommen haben, ich meine, wir haben das Lager direkt hier, wir haben einen riesengroßen Store. Das wäre echt doof gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und insgesamt sind wir aktuell 8 Leute. Nächste Frage ist, gibt es Unterschiede zwischen Shop und Website in Sachen Artikeln, die angeboten werden? Ich sag mal so, jein. Wir haben eigentlich alles, was wir im Online-Shop haben, auch hier im Store. Wir haben aber auch einige Sachen, die nicht online sind, weil wir einfach nur sehr, sehr wenig davon haben und wir euch da einfach quasi exklusiv im Store anbieten wollen. Das kleine Goodie, zum Beispiel hier diese Pikachu Evoli GX-Kollektion, diese Generationen-Kollektion, sowas halt. Aber ansonsten kriegt ihr eigentlich mehr oder weniger alles, was hier im Laden ist, außer jetzt ein, zwei ältere Boxen oder so, auch im Online-Shop. Und die Preise sind natürlich auch gleich. Also online ist nichts teurer oder im Store nichts teurer als auf der anderen Seite. Die nächste Frage. Werdet ihr euer Angebot an Pokémon-Merch gegebenenfalls erweitern, wie zum Beispiel bei anderen japanischen Shops? Und ich kann sagen, ja, beziehungsweise wir sind ja quasi schon dabei. Wir haben ja einiges an Zeug, was es ja so normalerweise eigentlich gar nicht gibt. Und versuchen da auch immer weiter, sage ich mal, neue Sachen noch dazu zu bekommen. Wir haben hinten ja im Laden noch ein paar kleine Figuren, die müsst ihr auf jeden Fall entdecken. Die haben wir zum Beispiel auch aktuell nicht online. Und ja, da wird es auf jeden Fall ein bisschen was geben noch. Ist bei euch bald Ankauf von Karten geplant? Bewertet das auch unbewertete? Wir machen das schon im Store gelegentlich, aber wir kaufen halt nur bestimmte Sachen an. Das heißt, kommt einfach vorbei, dann können wir sagen, ob wir die kaufen oder nicht. Zur nächsten Frage habe ich mich mal ans Japan-Regal hier gewagt. Und zwar, gibt es gerade VMAX Climax? Aktuell haben wir tatsächlich noch ein bisschen was da. Ihr könnt ja immer gerne im Onlineshop gucken, ob die Sachen noch da sind oder nicht, aber wir haben generell eigentlich eine gute Auswahl an japanischen Boostern da. Dann eine weitere Frage, seid ihr auch im Laden vor Ort? Mein 6-jähriger Sohn würde euch wirklich gerne mal live treffen. Also in der Regel sind wir eigentlich meistens da. Am besten, wenn ihr zum Beispiel jetzt mich oder Dennis oder jemand anderen Bestimmtes treffen wollt, ruft am besten einfach vorher an, dann könnt ihr auch sicher gehen, dass wir an dem Tag auch da sind, weil hin und wieder sind wir außer Haus, wir machen auch hin und wieder mal einen freien Tag oder so. Aber meistens, vor allem Samstag, sind wir eigentlich im Laden, wenn die Fun-Turniere sind und ansonsten vormittags meistens auch in den ganzen Tagen. Und ich bin zum Beispiel jede Woche Mittwoch auf jeden Fall immer da, weil da ist immer Digimon-Turnier und das ist so, ja, das mache ich dann meistens immer. Dann noch eine weitere coole Frage. Hättest du Bock, den Store nochmal upgraden zu pimpen? Also Leute, wir haben ja unser wahnsinnig geiles Graffiti. Habt ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wir haben uns jetzt letztens mit dem Graffiti-Künstler mal nochmal getroffen und wir werden hier oben im Laden sehr wahrscheinlich ein paar schöne Schilder machen. Und ich zeige es euch jetzt mal draußen, weil da war nämlich auch die Frage, wie sieht der Store von draußen aus? Haben wir auch noch was Kleines geplant. Also Leute, das ist dann der Laden von außen. Ihr habt es ja, glaube ich, schon mal gesehen. Ihr seht, es ist nicht wahnsinnig spektakulär. Wir haben eine Tür, wir haben ein Schild, wir haben Klimaanlagen. Ist im Sommer sehr, sehr geil. Aber ihr seht schon, wir haben hier noch ein paar Schienen. Da wird auf jeden Fall noch mal was drankommen mit dem Graffiti-Künstler. Und unser Logo müssen wir auch irgendwann neu machen, weil ihr müsst das mal, ich muss euch das mal kurz zeigen. Unsere geilen Nachbarn, hier Unicat Candy, habe ich auch mal in der Beschreibung für euch verlinkt. Die sind sehr nett, aber die haben ein geiles Schild. Und vor allem, wenn es dunkel ist, leuchtet das sehr, sehr cool und unseres halt nicht. Das heißt, da müssen wir was machen. Ihr seht es gerade schon, Dennis ist gerade schön am Dekorieren. Wir haben ja bald Halloween jetzt am Start und zwar wollen wir da auch ein Halloween-Event draus machen. Und zwar, ihr kennt ja unseren Fun-Turniere, die sind ja immer alle 2 Wochen samstags. Und wir wollen jetzt am 29.10. ist das quasi eine lange Halloween-Nacht machen. Das heißt, wir haben zum einen mal mindestens bis 22 Uhr geöffnet und es wird ein Late-Night-Turnier geben. Da müsst ihr euch aber vorher voranmelden, Link dazu ist in der Beschreibung.
Ich glaube, das wird ganz lustig. Eine Kürbissuppe können wir an dem Tag dann auch noch machen. Ihr müsst auf jeden Fall verkleidet kommen. Eine Frage, die auch super, super oft gekommen ist. Wann machen wir eine neue Filiale auf? Machen wir überhaupt neue Filialen auf oder Pop-Up-Stores? Und Leute, für nächstes Jahr ist tatsächlich auf jeden Fall mal das ein oder andere Gespräch gerade im Gange. Also es steht jetzt noch nichts fest. Aber ich sag mal so, wir haben geplant, im nächsten Jahr zum einen mal öfters auf Messen zu gehen, wie jetzt schon auf die Comic-Con oder so. Und wir wollen auch Pop-Up-Stores machen. Das heißt, wir gucken mal, dass wir so vielleicht deutschlandweit ein bisschen rumkommen, entweder mal einen Pop-Up-Store machen. Infos dazu gibt es dann natürlich in der Zukunft, weil wie gesagt, steht noch nichts fest. Aber Pläne sind auf jeden Fall dafür da. Und zu dem Thema machen wir irgendwann mal Filialen auf. Ich meine, wir haben den Laden jetzt erst seit Mai. Das heißt, das Ganze muss sich sowieso noch ein bisschen bei uns setzen. Es ist eine geile Sache. Aber sag niemals nie. Ich meine, wir hätten vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass wir jetzt einen Laden haben. Also mal gucken, ob es in der Zukunft irgendwann neue Filialen irgendwo auch in eurer Nähe gibt. Die nächste Frage ist, kann man auch in den Videos mitmachen? Und die kann ich mit Ja beantworten. Denn wir machen ja die Community-Openings jetzt öfters. Wir hatten jetzt einmal das mit der Vintage-Tin. Da kommt noch das ein oder andere coole Video auf jeden Fall dazu raus. Und da könnt ihr auch einfach mitmachen. Wenn ihr Bock habt, irgendwas im Laden aufzumachen, vielleicht auch irgendwas Specialiges, kommt einfach vorbei, schreibt uns vielleicht kurz, wenn ihr auch wirklich was ganz, ganz Besonderes habt, wie zum Beispiel Vintage-mäßig. Aber ansonsten, wenn ihr da seid, quatscht uns einfach an und dann könnt ihr mit in den Community-Opening dabei sein und wir machen Booster mit euch auch. Eine weitere Frage, die ich auch ganz lustig fand, mit einem Bus durch Deutschland Pokémon-Stuff verkaufen, wäre das mal eine Idee. Ich weiß nicht, kennt ihr noch diesen amerikanischen Schulbus, der im Pikachu-Style immer bei diesen Pokémon-Days früher war? Das ist schon ewig, ewig her. So, das wäre super lustig irgendwie mal zu haben, aber ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, was die Zukunft so bringt. Eine weitere Frage, die auch sehr, sehr häufig gestellt wurde, war, haben wir irgendwie einen Job oder so für euch? Das fragen super viele Leute. Aktuell haben wir da leider nichts im Angebot, aber wir werden vielleicht eventuell in Zukunft öfters mal Praktikanten oder sowas holen. Das heißt, checkt da auf jeden Fall auch Instagram, Social Media vorab. Wenn wir das posten, wenn wir irgendwie einen Praktikanten oder so suchen. Wenn wir irgendwie mal einen neuen Job ausschreiben, dann wird es auch da gehen. Und die letzte Frage ist keine richtige Frage, sondern keine Frage. Nur danke an der Stelle, würde ich auch einfach mal nochmal sagen. Danke Leute für den ganzen Support in letzter Zeit. Auch lasst auf jeden Fall ein Like auf dem Video da. Und ja, ich freue mich auch auf jeden Fall für die ganzen Events. Checkt das alles ab. Comic-Con, wie gesagt, Vintage Break am 1.8. unser Halloween-Event. Und es kommt noch ganz viel weiteres. Kommt auf den Discord auch unbedingt drauf. Da gibt es die ganzen Events auch. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.